Also meistens arbeite ich mit Handwerkern zusammen, weil es einfach Sachen sind, die viel besser können als ich selbst. Ja, also ich arbeite mit so vielen unterschiedlichen Materialien und mit so vielen unterschiedlichen Techniken. Es wäre völlig hirnrissig zu glauben, man könnte das irgendwie selbst lernen, und es macht auch überhaupt keinen Sinn. Also jemand, der eben ein guter Schreiner, kriegt das, was ich will, viel besser hin als ich selbst. Ja. Es gibt eben diesen Gartenbonsai, das ist ein Baum, der wie ein Bonsai so geschnitten wird und behandelt wird, so dass er eben nicht zu seiner normalen Größe wächst. Er wird aber trotzdem nicht wie ein normaler Bonsai nur 30, 40 cm hoch, sondern wird 2 Meter bis 2,50 m. Und dann gibt es eine Bank, und es gibt so einen weißen Split, wie es in Zen-Gärten gibt, und zwei Betonringe, die das Ganze einfassen, und einen Stein, einen Findling, wie es oft in japanischen Gärten gibt. Und dieser kleine, winzige, vielleicht 100 Quadratmeter große Garten wird eben jeden Morgen zugeschneit. Wir haben das wochenlang researched, von Japan bis Amerika. Es gibt Schneemaschinen, die durch chemische Zusätze und so weiter bis 5, 6 Grad plus Schnee erzeugen können. Aber so sozusagen bei jeder Temperatur ist das die einzige Maschine auf der Welt. Was mich daran interessiert hat, war eigentlich: ich schneide es jetzt zu, und dieser Garten kriegt eine andere Form und ist aber trotzdem noch in seiner, sozusagen in seiner ursprünglichen Qualität, in seiner Essenz, dieser gleiche Garten. Und dieses Umkippen, dass es sozusagen der Inhalt bleibt und die Hülle verändert sich, das hat mich eigentlich so, sagen wir mal so, als Grundstruktur von dieser Arbeit interessiert. Le temps que je suis revenue au Vietnam, rencontrer, revoir ma famille et puis ensuite travailler là avec des personnes qui sont là, cet extrême dans l'émotion était beaucoup plus maîtrisé, donc plus vivable. Donc c'est une émotion de la mémoire. Le Vietnam représente pour moi la beauté et une immense et profonde douceur. Un murmure. Le Vietnam représente pour moi un murmure très lointain, un grand silence sur lequel on a marché. Requiem, c'est en principe un chant ou un adieu qu'on fait à une personne qui est morte. Quelque chose qui est fini. C'est le thème de Requiem, donc, que je vais faire. Mais encore une fois, je travaille dans un espace où l'idée de la mort, l'idée de la fin,
est considéré différemment qu'à l'ouest. Les sentiments, c'est ce qui fait qu'on se rapproche et qu'on fait un passage de vie, une contribution à cet infini magnifique et qui nous fait regretter de ne pas pouvoir continuer sans cesse à contribuer à l'infini parce que nous devons un jour arrêter. La machine ne va pas plus loin, mais on parle avec un alphabet qu'on a placé, qu'on a appris. Mais il y a un autre langage qui veut dire quelque chose qui est très difficile, même pas très difficile, c'est inexprimable. On ne peut pas dire. C'est le langage du corps qui veut dire quelque chose d'une manière beaucoup plus. I think the Expo 2000 can achieve something better than something like the Olympics, which is the only other arena, I think, where every country on the planet is brought together, like apart from the ones who are considered politically incorrect, who aren't allowed to compete. But overall, with the Expo, it's like everybody is coming here from all different parts of the planet, and it's a very valid concept to have this happen. Better communication for the world, you know. I reckon, like, you know, people are going to relate to each other in a better way, and maybe politics can be put aside and people can concentrate on being cool to the person next to them. I like to be an ambassador for, like, the art of communication through music, and I think the Expo 2000 represents the coming together of a lot of people for communication. It's not just commercial. Obviously there's going to be, like, financial and commercial benefits from the Expo, but it's also many different cultures coming together. Good to see you guys. Be bad. Catch you later. Yo.